Jetzt war die Frühstücken. Hm, war gut. Ich habe jetzt gestern Eier mit ein paar Brötchen. Ja, das braucht man schon. Da geht es einem dann gleich viel besser. Ich habe ja das Feld gedüngt. Und jetzt ist es schon eingewirkt, denke ich mal. Hm? Passt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal gucken. Ich fahre jetzt mal rüber zum Norbert. Vielleicht ist der ja schon da. Der ist ja mit seiner Frau unterwegs gewesen. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist er ja schon da. Na? Ich liebe ja meinen Lance Bulldog, muss ich echt sagen. Da bin ich wirklich zufrieden, dass ich den gekauft habe. Ich bin beim Händler gewesen, habe den gesehen, den Lanz, und habe ich gleich gesagt, oh, den brauche ich unbedingt. Und ja. Keine Kompression ist noch nicht da. Moment. Ja, unten was einstellen. Ja, jetzt fahre ich mal rüber zum Norbert. Gucken wir mal, ob er da ist. Da muss man nämlich helfen. Weil ich würde jetzt dann das Feld hier gruppen. Und wenn er dann Zeit hat, dann kann er ja gleich drüber fahren. Und düngen, weil einen Dünger habe ich ja da. Das Gute ist, der ist gleich am Anfang mir sympathisch gewesen. Hat gleich am Anfang gesagt, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Okay, der Traktor steht schon mal da. Ihn sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ich höre was. Ist er das? Ja, ich glaube, das ist er. Der ist gerade unterwegs gewesen. Mhm. Hoffentlich hat er Zeit. Wo ist er denn jetzt hin? Norbert, grüß dich, servus. Hallo. Du Norbert, mal eine Frage, was machst denn du jetzt? Ich war gerade kurz beim Shop und jetzt bin ich mal wieder zum Hof gefahren. Hast du Lust? Also, pass auf, ich habe ja das Feld drüben gedüngt. Jetzt muss es gruppern. Und es müsste halt danach gleich nochmal nachgedüngt werden. Hast du Lust, mir da zum Helfen? Klar habe ich Lust. Oh, super, das war super. Schau mal, ich habe das Baby dabei, den Lanz. Oh, der ist schick. Ja. Das ist schon, da bin ich wirklich stolz drauf, mein ganzer Stolz. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach mal rüber. Jo. Willst du von dir einen Grupper nehmen oder... Nee, passt schon. Warte, danke, danke viele. Nee, Grupper nehme ich ja von mir her. Schönes Haus hat er, muss ich ja sagen. Ich hätte auch gerne so ein Haus. Ist aber finanziell derzeit nicht drin. Mein alter Schuppen. Ich habe schon gesagt, wenn da mal ein Geld abspringt. Bisher ist jetzt mehr eigentlich ein Hobby. Ist ja nur ein Hobby, was ich da jetzt mache. Wenn es aber mal so weit ist, dass der Geld abwirft, dann habe ich schon gesagt, dann kommt da was anderes hin. Ein schöneres Häuschen. Ich brauche ja nichts ganz. Was Großes brauche ich ja nicht. So, den Grupper, den habe ich jetzt da hinten in der Scheune drin. Mal gucken. Oi, das wird ein bisschen eng. Kann ich den mit dem Lanz überhaupt nicht mehr? Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Oder wie sagt man da? Oder wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Schauen wir einfach mal. Okay. Oh, nee, das wird nichts werden. Das wird nichts werden, das sehe ich jetzt schon. Nee, das lassen wir lieber. Da hole ich meinen anderen Traktor. Das gibt mit meinem Lanzen nicht. Schade. Da habe ich mich jetzt schon drauf gefreut. Norbert ist auch schon da.
Aber mit dem geht es nicht. Norbert! Ah! Jetzt habe ich es probiert, mit dem den Gruppe-Outfit, aber das ist nichts geworden. Ah, die Gruppe ist zu schwer. Uiuiuiuiuiui. Das ist aber jetzt knapp geworden. Da ist mir jetzt die Lenkung durchgegangen. Da muss ich mal der Mechaniker dem nochmal vorbeischauen. Also der muss sich den mal nochmal kurz anschauen. Irgendwie ist da doch das Lenkspiel zu gar. Und die Bremse muss man auch nochmal kontrollieren. Ich hole mal schnell den anderen Traktor. Du! Was? Was denn? Wo ist denn der Düngerstreuer? Schau mal, komm mit. Da hinten im Eck ist er. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also ich hab... Wo ist denn der jetzt hin? Ah, hier. Ich hab schon einmal gedüngt. Du müsstest jetzt bloß... Also ich müsste jetzt schnell kurz gruppern und du musst nochmal ein nachdüngen. Also einmal ist jetzt schon gedüngt. Das ist ja gleich ganz andere Technik hier. Da merkt man gleich moderneres Gerät hier. Aber es könnte eng werden. Ja, schon. Es könnte jetzt echt. Schauen wir mal. Ja, geht schon über knapp. Da kommt man halt mit einer Lanze schon besser rein. Jetzt schauen wir mal. Stückel noch. Es wird schon eng. Aber den hat ja der Norbert mir geholfen reinzubringen. Ich hoffe, er kommt ja wieder raus. Damit jetzt nur mal schauen. Es fährt ganz eine knappe Sache. Aber es hat passt. So. Dann gruppen wir mal das Feld. Das Feld ist ja gepflügt. Also erstmal angelegt worden. Gepflügt worden. Dann einmal gedüngt. Und jetzt so einmal gruppern. Und dann kann er ja gleich nochmal nachdüngen. Und dann passt es. Und dann gehen wir her und dann schauen wir mal, was wir drauf pflanzen. Aber eine Frage. Wo ist er? Was zur Zeit? Ich hab eine Frage. Ja? Der Düngerstreuer ist leer. Wie, der ist leer? Ja, der ist leer. Da ist nichts drin. Hä, das gibt's ja nicht. Ich hab doch den. Ja, Moment mal. Moment, wo denn? Hä, der ist doch nicht leer. Ich hab doch den. Aber gibt's nicht. Hä? Ja, was gibt's denn das? Pass mal auf, oben im Shop, mehrst du vielleicht einmal den Shop aufgefahren, da ist nämlich nur ein Paletten dort. Ja, dann fahr ich mal hoch. Ja, wie gibt's denn das? Hä? Hey, der war doch... Hat mir das jemand... Das kannst du nicht... Ja, sag's mal. Das kannst du ja nicht sehen, wo ist denn das hingekommen? Na ja, gut, dann kann er mal hochfahren und ich hier mal zu gruppern. Das ist ja komisch.
Das ist ja echt komisch. Ich gruppert jetzt einfach mal so ein Vorgewende, was doch dort ziemlich eng ist. Würden jetzt viele Raben da sein, dann würde ich sagen, die haben den Dünger fressen, aber ich glaube nicht, dass die Raben den Dünger fressen. Das ist aber jetzt echt sehr komisch. Der Acker ist schon ganz schön uneben. Aber kriegen wir schon hin. Den kriegen wir schon bewirtschaftet. Das Feld hier. Weil ich sag's ja, das war ja am Anfang ein Wahnsinn. Da hat ja der Norbert versucht, dort zu pflügen. Dann ging's nicht. Der Pflug ist oben entlang gerutscht. Was war's? Der Boden war einfach zu knallhart. Der Boden war einfach übelst hart. Also muss man den sprengen mit Wasser. Also nicht, dass wir jetzt in die Luft gejagt haben, das nicht. Sondern der wurde halt einfach mit Wasser benetzt. Mit einer, haben wir ein Fahrzeug gehabt, hinten einen Anhänger mit so einem Wassertank drauf und dann ist das Ganze benetzt worden. Und musste man machen, weil der Boden so hart war. Man denkt sich ja immer, hier ist ein ganzer Rasen und dann könnte es eigentlich schon passen und dann ist das in Ordnung. Der Boden vielleicht locker, ja, vom Wegen locker. Überhaupt nicht locker, der Boden. Steinhart. Also. Da werden wir uns natürlich schon freuen, oder ich, wenn ich jetzt dann demnächst ja neue Felder noch mache, weil es bleibt ja nicht bei dem Feld, also ich muss ja mehr machen, weil es muss ja Geld dann reinkommen, es muss ja rentieren, weil zum Hobby mache ich es ja nicht, weil ich habe jetzt ja doch ziemlich viel Geld ausgegeben von meiner Erbschaft her, das Geld ist ja weg und ich muss ja von irgendwas leben und ich habe mir ja so gedacht, ja so, ja was man halt so denkt, man spinnt halt so rum und dann denkt man sich halt einfach so, ja gut, Mensch, so als, ja, vielleicht kann man ja davon leben, ne, weil große Ansprüche habe ich ja nicht und ja, vielleicht kann man davon leben. Ich habe es mir mal so durchgerechnet, also ich habe ja in der Verwandtschaft jemanden, der ist ein Landwirt. Und mit denen habe ich das einmal so durchgerechnet. Also, was man da, oder ich habe mal so mitteilen lassen, was man denn da überhaupt da verdienen kann, hm, was denn möglich ist. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay. Er jammert ja immer. Also, er geht ja immer her und sagt immer, also, der macht ja Zuckerrüben. Also, Zuckerrüben, sagt man bei uns in Bayern. Und da ist es halt immer so bei ihm, der sagt immer, oh. Der jammert immer. Also der jammert immer, dass er kein Geld nicht hat. Ja, das Landwirtschaft wirft nichts mehr ab. Und ja. Und es gibt immer weniger Geld. Jetzt kommt das aber. Und das ist wirklich lustig. Der kauft sich jedes Jahr ein neues Auto. Er, sein Vater, jedes Jahr ein neues Auto. Jedes Jahr, gell? Also kann ich mir nicht leisten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Gott, durch die Erbschaft hätte man das jetzt, könnte man das, also jetzt nicht mehr, aber ich hätte es mir vielleicht auch leisten können, dass ich sage, okay, gut, aber, naja, aber jetzt ja, das ist schon interessant, muss man sagen, ja, also, ja, aber egal wie es ist, also, ich habe es mit ihm mal so durchgerechnet, oder er hat mir halt einfach mal so die Zahlen gesetzt, er hat natürlich mehrere größere Felder, könnte durchaus schon lukrativ sein. Also es könnte sich finanziell
schon, ja. Er muss ja irgendwie ja, gell, weil sonst würde es ja keiner mehr machen. Aber wenn es jetzt finanziell sich gar nicht rentieren würde, dann würde es ja keiner machen, weil dann würde jeder sagen, ja, du, pass mal auf, das rentiert sich ja finanziell gar nicht, also lass es erstmal. Dann würde es ja kein Mensch mehr machen. Dann würde es ja gar keine Landwirte mehr geben. Ja. Also muss es ja irgendwie rentieren. Muss ja irgendwas abspringen. Klar, viele gehen natürlich her und machen das heute nur noch nebenberuflich. Ja. Ist natürlich schade, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ist wirklich schade. Naja. Aber egal. Gut. Geht ja jetzt darum, dass wir da mal schauen. Also. Ich weiß ja gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ich da anpflanzen soll. Das ist ja. Müssen wir mal schauen, wie die Marktpreise da sind und was sich denn rentiert, was einigermaßen pflegeleicht ist. Weil es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich gehe jetzt her und mache hier Landwirtschaft, ja, ist alles schön und gut. Nur es muss sich auch, es muss ja im Rahmen bleiben, weil es hilft mir ja nichts, wenn ich jetzt hergehe und mache etwas, was dann doch sehr, sehr, sehr zeitintensiv ist. Weil die Zeit kostet ja auch Geld. Ist ja, oder die Lebenszeit, sagen wir es mal so, die Zeit ist ja meine Lebenszeit. Und ja, man muss halt effektiv machen. Und deswegen muss man halt immer ein bisschen schauen. Aber wird langsam das Feld. Upsala. Also der hat echt, der hat wirklich. Drive drauf, der Traktor. Das ist ganz was anderes als der Lanz. Der Lanz, der kommt so, ja, der zirkt halt so langsam an und der schießt, glaube ich, so eine Rakete raus. Ich bin ja mehr so der Oldtimer-Fan, also. Doch ganz ohne moderne Mittel geht es also auch nicht mehr. Also man braucht teilweise schon moderne Mittel auch, ja. Gut, ist jetzt nicht der modernste, aber doch einigermaßen modern. So, da das Stückchen oder was vergessen. Und dann fahre ich mal zum Ding, zum Norbert, dann rüber und so. Okay. Da hinten ist noch ein Stückchen. Gut. Norbert! Ah! Du kannst, wenn du magst, durchdüngen. Oh! Okay, super. So, dann kann er das jetzt düngen. Ja. Ah! Ey, passt. Wunderbar. Okay. Ja, dann muss man halt überlegen jetzt, was man da drauf pflanzt. Mal gucken. Na gut. So, dann fahre ich jetzt mal rein. Und er kann ja Dinge und ich verramme das mal.